was man mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal kann sagen an dieser Stelle, ohne dass es gerade schon wieder heikel wird, ist guten Abend miteinander. Willkommen. Kommt ein Mann vom Arbeiten heim, hockt am Küchentisch allein, fühlt sich schwach und schwer wie Blei, fangt an sinken wie ein Stein. Kein Kollege zum Umhängen, die Frau ist schon im Sommer gegangen. Nur der Goldfisch ist noch da, schaut ihn müde und traurig an. In der Post ein Brief, eine Mahnung. Mit was zahlen? Keine Ahnung. Wenn er zum Kühlschrank geht, schlägt das Knie am Tisch bei an. Fertig Pizza hat's noch da, hat er zwar schon gestern gehabt. Ein Leibbeiz ist noch mehr Stier, also Pizza, Ziege, Bier. Und dazu mit Facebook-Freunden, neue Facebook-Freunde finden. Wo er gerade wo die Enter drücken, schwimmt der Goldfisch auf dem Rücken. Vor lauter Facebook voll vergessen, so einen Fisch seht auch mal fressen. Scheiss Computer bringt's voll nicht, wisst doch irgendwie noch blöd. 3 Sommer lang je noch ein Kind und alle tüchtig, frech und gesund. Beim Jüngsten, wenn's so weitergeht, wird der Moment noch Bundesrat. Summa summarum ist das so doch noch recht ordentlich rausgekommen. So bleibt zum Schluss als Resümee, das kann man klar und deutlich sehen, im Rückblick auf das Unterfangen. Vom Bluesmax an ist es aufwärts gegangen. Hey, hey, sind wir wieder da? Hey, hey, wenn wir es wieder haben? Hey, 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 fangen wir an. Zweite Strophe haben, dann fängt das Problem von vorne an. Ein richtiges Lied hat an sich 3. Doch jetzt muss erst einmal eine zweite sein. Ich geb's ja zu, das hat keinen Spitz. Ich hab keine Message, weiss keinen Witz. Mir fällt nichts ein. Das wäre die zweite Strophe gewesen. Mein persönliches Idol in Sachen Leichtigkeit des Daseins ist der Landarzt. Landarzt Dr. Frank. Kennt ihr das? Jetzt im Fernsehen kommt es wieder so. Landarzt Dr. Frank, du. Seri, du der sich hat es dann hure schön. Du. Immer schön Wetter. Du. Das ist jetzt einfach immer schön Wetter. Hat er eine schöne Frau in der schönen Wohnung, eine schöne Frisur und immer schön Wetter. Und dann läutet das Telefon, dann muss er mit dem TÜV, Notfallschwester hinten oben, oder? Muss er mit dem TÜV über Land vorbei an bunten Blumenwiesen noch immer neben draussen Leben retten? Jeden Donnerstagabend geht er sich noch immer neben draussen Leben retten. Und immer schön Wetter. Meinst du, es würde ein einziges Mal einen einen Fliegenpilz fressen, wenn es schifft? Immer schön Wetter. Tut er den Helm ab, hat er gerade eine schöne Frisur. Als Computer, Troubleshooter,
hat er lauter coole Tool. Hat er Zugriff, hat er Durchblick, just er seine Tools voll cool. Er hat Ahnung, er hat Planung, er ist rund um die Uhr Standby und metzt die Troubles aus, nur mit dem Maus allein die Ei. Hast du Confusion? Er hat Solution. Hast du No-Go? Macht er dir Flow und du bist wieder froh. Er ist cool und er ist quick, King of the Double Click. Saufen ist voll krass. Saufen macht Spass. Nachher geht's voll Gas. Noch mal öppe die Strasse. Mitte von Strassmann. Polizei. Und Zeit zum Gegöl. Scheiße, Mann, nein. Vollen Bulle. Han ich Wulle. Han ich Wulle. Vollen Bulle. Mit Brille. Gückel seid Kackmann. Ein Bulle macht Puff. Weisst was, ich hack, Mann. Auf den Bulle drauf. Volle Bulle. Hack der Bulle. Volle Bulle. Auf die Brille. Von der Bulle. Bulle liegt flach, Mann. Steht drauf. Ein Bulle voll schwach, Mann. Steht er nicht mehr auf. Ein bisschen schwul, ey. Weißt wie cool, ey. Ist ein Bulle mit Brille voll Null, ey. Im Style vom Land vor Ort. Lieblingsfrau. 72 Millionen Jahresgehalt. Umgerechnet gibt das runden Lohn von Gott mal knapp 34'000 Franken jede Stunde. Hey ja, wir schaffen schon viel ringer, wenn auch etwas hinkommt.
Janet ist eine Schöne, wenn sie ihre Reize zeigt. Sie weiss genau, wie man so ein Business anteigt. Im Negligé, im Separé, von Zweifel quält, nimmt sie die Herren auf sich nur wegen dem Geld, wegen einem lumpigen Haufen Geld. Und ich steh auf der Bühne, mach für euch den Glauben, plage ein halbes Leben und das Mikrofon. Wenn du mich fragst, warum, wieso in aller Welt, dann muss ich leider sagen, vielleicht ist das wegen dem Applaus. Alles nur wegen dem Applaus. Richard Köchli!